Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Kerstins Landwollerei. Ich begrüße euch recht herzlich und freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt oder den Weg neu zu mir gefunden habt. Ja, wie gesagt, mein Name ist Kerstin. Hier geht es rund um das Thema Handarbeiten, Wolle und alles, was damit zu tun hat. Ich zeige euch, was ich gestrickt habe, was ich derzeit auf den Nadeln habe und was ich geplant habe. Und am Ende, kleines Goodie, werde ich euch auch noch zeigen, was Neues aus meinen Färbetöpfen gehüpft ist. Das ist das, was euch heute erwartet. Kleine Hausmeisterei vorweg. Das kann wie immer als Werbung verstanden werden, was ich hier in die Kamera zeige. Aber alles, was ich heute zeige, habe ich selber gekauft, selber bezahlt und ist so in meinen kleinen Fundus eingezogen. Ja, bin ein bisschen aus der Übung, habe jetzt mal geschaut, wann mein letzter Podcast ist es ja nicht, aber wann mein letztes Video online gegangen ist, das ist schon tatsächlich eine Weile her. Habe ein bisschen Pause gemacht, habe nicht die Ruhe gefunden, ein neues Video aufzunehmen. Da habe ich ja schon manches Mal was drüber gesagt. Immer dann, wenn es mich packt, wenn es mir, ja, dann muss ich ein Video aufnehmen und manchmal passt es einfach nicht, weil ich nicht die innere Ruhe habe oder weil einfach viel zu viel im Leben los ist. Aber jetzt passt es wieder. Ich habe für euch ein bisschen was zusammengesucht, was ich die letzte Zeit gestrickt habe und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Mein erstes fertiges Projekt, was ich euch zeige, ist ein Tuch. Und zwar ist das das Reisetuch. Ich zeige euch das mal in die Kamera. Wir mal. Ups, da hängt ein Faden. Wartet mal, wo kommt denn der her? Was ist denn da passiert? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Muss ich nachher abschneiden, da ist irgendwas nicht, hat sich gezogen, bin ich irgendwo hängen geblieben wahrscheinlich. Aber jetzt nochmal. Also sehr lang, sehr schön, sehr luftig. Und das Schöne ist, ihr seht es, es glitzert. Das ist das Reisetuch von Mondlichtgarne. Die Wolle ist auch von Mondlichtgarne. Das hat diese wunderschönen kleinen, sieht man das? Ja, Pailletten drin, die glitzern auch ganz hübsch. Ja, sie hat das Reisetuch genannt, weil man es tatsächlich, wenn man das Muster einmal verstanden hat, vor sich hinstricken kann und das ist tatsächlich auch so, das hat sie sich wunderbar ausgedacht, die Heike von Mondlichtgarne. Die Wolle hat sie auch gefärbt und zwar ist das eine recht dicke Wolle mit 240 Metern auf 100 Gramm und die Zusammensetzung ist 65 Schurwolle, 25% Polyamid und 10% Polyester, damit es glitzert. Ja, ist fertig. Mag ich sehr. Ist nicht zu groß, das Tuch. Kann ich mir gut umlegen. Hatte ich auch schon tatsächlich einmal an, als ich morgens mit den Hunden unterwegs war, weil es hier schon morgens merklich kühl ist. Wir hatten schon 4 Grad. Und da habe ich doch gerne etwas um den Hals, weil es sonst zu kalt ist. Ja, mein erstes Projekt. Das Reisetuch. Dann kommen wir doch zu dem zweiten Projekt, was ich fertig habe. Ich gucke mal, dass ich in der Reihenfolge bleibe. Und zwar habe ich ein, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich schon gezeigt, da war ich oben in der Rundpasse. Das ist ein Colorwork Pullover, der in der Rundpasse gestrickt wird, von oben nach unten. Und zwar habe ich da mitgemacht bei einem Teststrick von Elena Mortensen und gestrickt habe ich den Art Nouveau Sweater. In dieser wunderschönen, wie ich immer noch finde, wunderschönen Farbkombination. Das Muster kommt sehr schön raus. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist, das hatte ich beim letzten Mal erklärt, könnt ihr gerne nochmal zurückspringen in die vorherige Folge. Das Petrolblau ist Wolle von Elke von Bohai Jahren und die Kontrastfarbe oben in dem Muster hatte ich bei mir noch im Fundus. Der sitzt auch richtig gut, also hier oben am Halsbündchen, das ist nicht zu weit, schließt schön ab. Ja, mag ich sehr. Absolute Empfehlung. Und das Muster, da
Das sieht wahnsinnig aufwendig aus, lässt sich aber wirklich leicht stricken. Man muss halt ein bisschen zählen, ein bisschen gucken. Aber ich finde die Wirkung von diesem Muster finde ich wunderschön. Könnte ich mich stundenlang, nicht stundenlang, aber ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und es gibt so viele schöne Projekte mittlerweile von diesem Muster. Und sie bringt ja ständig neue raus. Also sie ist ja ja, sehr kreativ und sehr fix. Und es gibt sehr schöne Farbkombinationen. Also einer schöner als der andere. Mein zweites fertiges Projekt. Und er ging trotz der Wärme tatsächlich gut zu stricken. Mein drittes Projekt, und das war auch eine längere Geschichte tatsächlich, was jetzt kommt. Und zwar hatte ich mich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das noch im Juni? Ich müsste lügen, wenn ich es genau sagen. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich gesehen, dass die Claudia Eisenkolb einen Kurs angeboten hat. Der heißt Mach's passend. Und in diesem Kurs sollte es darum gehen, sich ein Oberteil zu stricken, das genau auf die eigene Maße zugeschnitten ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich super spontan mich angemeldet zu diesem Kurs. Der war online. Und ich habe es nicht bereut. Es war sehr anspruchsvoll, was sie von uns verlangt hat. Aber das Ergebnis ist, ich bin super zufrieden. Also, was haben wir da gemacht? Wir haben erstmal ganz viele Maschenproben gestrickt, damit wir, also jeder von uns, also es gibt ja wirklich Menschen, die stricken wahnsinnig gerne Maschenproben, schon immer. Ich war jemand, der Maschenproben sehr halbherzig gestrickt hat, so 5 cm, und dann hat man gesehen, passt es oder passt es nicht, und dann zur Seite gelegt und losgelegt, weil man kann ja nie warten, bis losgeht. Man muss ja sofort, wenn man eine Idee hat, und am besten morgen fertig sein. Das habe ich bisher auch immer so gemacht, und hier habe ich gelernt, wie wichtig Maschenproben sind und wie hilfreich Maschenproben tatsächlich auch sind. Sie hat uns gar nicht zu Beginn die Anleitung gegeben des Oberteils, was wir stricken wollen, sondern es ging primär erstmal darum, eine Idee zu haben, welche Wolle wollen wir verstricken. So ging es eigentlich los. Das heißt, ich habe dann für mich rausgesucht eine finnische Wolle, die ich bei mir auch im Fundus hatte, also in meinem Regal lag letztendlich oder in einer der Kisten. Und ich zeige euch mal die Farbe, mit dem man eine Idee habt und nicht so viel gequatscht wird hier, sondern ihr auch was zu sehen habt. Hier, das ist meine Farbe. Und dann ging es erstmal darum, eine Maschenprobe zu stricken, wo wir sagen, das Maschenbild gefällt uns. Also völlig losgelöst von der Nadelstärke, sondern man nimmt ein Garn, egal welcher Stärke, und macht eine Maschenprobe und guckt, dass das Maschenbild einem gefällt. So. Und wenn man das dann hat, dann muss man zählen. Und dann fängt die Rechnerei eigentlich an, weil die Anleitung, die wir dann bekommen haben, das war quasi die Rumpfanleitung. Aber bevor wir losgelegt haben, nach der Maschenprobe, haben wir uns alle ausgemessen. Das heißt, vom Halsumfang, Oberarmumfang, Brustumfang, Länge vom Oberkörper bis hin zum kleinen Zeh, es wurde alles gemessen. Und dann haben wir die Anleitung, die wir haben, auf unsere individuellen Maße umgerechnet. Ich bin ja zahlenaffin und ich habe viel in meinem Alltag mit Zahlen zu tun. Excel ist ein sehr guter Freund von mir. Aber das, was wir da gemacht haben, also wir haben es alle geschafft, aber das war schon mit ein bisschen Gehirnschmalz verbunden. Aber das Ergebnis finde ich total schön. Also dieser Pullover, der passt wunderbar an der Schulter, der passt am Ohr, der passt überall. Und ich mag den total gerne. Das Maschenbild finde ich toll. Ich zeige euch das mal. Gucken wir mal, ob wir das in der Kamera einfangen können. Also ein total schönes Maschenbild. Das ist, die Wolle hat 366 Meter auf 100 Gramm. Das ist also Fingering. Das heißt, es sind sehr viele Maschen, weil ich stricke natürlich auch nicht Größe 1 für mich. Ich versuche das mal, das gute Teil, ups, jups, in die Kamera zu halten.
Es ist eine mit eine Raclein ist es eigentlich nicht eine klassische, sondern es hat eine besondere Schulterkonstruktion. Ich halte das mal hier oben rein, also wie so eine Art Sattelschulter, aber halt mit Kniffel und Tricksel und individueller Anpassung von Anzahl der Maschen und Reihen, sodass das dann auch bei mir passt. Und ich muss gestehen, dass ich verstanden habe, wie wichtig Maschenproben sind, und das nehme ich jetzt tatsächlich wesentlich ernster, denn es wird ja viel Zeit und Material in so ein Projekt gesteckt, und es ist dann immer schade, wenn es nicht passt. Und ich habe tatsächlich bei mir im Schrank einige Schrankleichen, wo ich das Strickstück an sich, das Modell, total schön finde, aber es nicht zu mir passt. Und warum passt es nicht zu mir? Weil ich vorher gar nicht genau wusste, welche Maße ich habe. Ich habe immer nach Oberweite gestrickt. Und die Oberweite ist bei mir, ja. Also ich habe relativ großen Brustumfang und habe dann immer wunderbar gestrickt und habe mich gewundert, dass das hier oben dann überhaupt nicht gepasst hat. Dann war der Ausschnitt zu weit, dann ist es über die Schultern gerutscht und ihr wisst, wie das ist. Man ist dann super unzufrieden, man trägt es nicht und man kann es sich irgendwann auch nicht mehr schönreden. Und letztendlich habe ich gelernt, dass ich hier oben viel schmaler bin und weniger, also nicht die eigentliche Größe 6 oder je nach Modell 7 brauche, sondern eher eine 4 oder 5. Und dann muss ich halt das Modell anpassen. Und dann wird es halt wirklich spannend, wenn man bei manchen Anleitungen tatsächlich nur den Brustumfang genannt bekommt. Also es gibt viele Anleitungen, die haben eine Schemazeichnung dabei, wo dann hier oben der Halsausschnitt, die Maße genannt sind. Da ist dann auch, also der Armumfang etc. alles aufgezeigt. Aber es gibt halt tatsächlich auch viele Anleitungen, da hat man nur den Brustumfang. Und dann rauszufinden, wie groß der Halsausschnitt ist, da muss man dann halt tatsächlich rechnen und gucken, wie viele Maschen werden am Hals aufgenommen, für welche Größe. Und dann vergleichen mit der Maschenprobe, die man gemacht hat, um rauszufinden, ist das zu groß oder zu klein. Ja, das habe ich gelernt und da bin ich der Claudia mega dankbar. Und wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, bei ihrem Kurs zu machen, macht den. Totale Empfehlung. Sie kann das so gut erklären, sie hat so viel Geduld und es ist so klug, was man dort von ihr lernt. Also ich kann es nur empfehlen. Es hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich muss davon tatsächlich noch Bilder machen, wie er sitzt. Das mache ich noch. Und dann kann ich die, wenn ich es schaffe, heute dann auch noch mit einbinden. Mein Pullover. So, was habe ich noch fertig? Ich bin noch nicht hundertprozentig fertig mit dem nächsten Stück und das ist jetzt quasi der Übergang von fertig zu meinen Sachen, die ich noch in Arbeit habe. Warum? Weil ich hier ein altes Schätzchen dabei habe. Und zwar ist das mein Fairy Ring Pullover. Pullover ist es gar nicht, seine Strickjacke. Ich zeige euch die, ich halte die mal in die Kamera und dann wisst ihr sofort, was ich meine, wenn ihr schon länger dabei seid. Meine Strickjacke. Ich habe sie weiter gestrickt und ich bin jetzt tatsächlich mit dem Strickteil fertig. Also fertig bin ich. Ärmel fertig, beide Ärmel fertig. Ich habe die schon gewaschen und gestrickt, die Jacke, und bin jetzt dabei, final meine Pilzchen zu verzieren und den Fliegenpilzen Punkte zu verleihen. Das ist gerade meine abschließende Arbeit und dann muss ich die Knöpfe noch annähen und dann bin ich mit dem Schätzchen fertig. Was soll ich sagen? Ich mag die Jacke sehr, sehr gerne und das Garn ist mega, weil dieses Garn beim Stricken dachte ich, hoppla, das ist aber ganz schön löchrig. Und dann habe ich die jetzt gewaschen und das ist so schön aufgeflufft und das ist so schön dicht geworden. Das ist wirklich toll. Das ist eine ganz warme Strickjacke. Die Wolle habe ich bei John Arben in England bestellt. Und die Anleitung ist von Katie Green. Dazu hatte ich ja schon mal was gesagt. Ja, und soweit bin ich jetzt. Tatsächlich ist die Jacke ein bisschen weit. Ich habe die ja quasi zweimal gestrickt. Ich habe die in der Rundpasse und ein Stück vom Körper schon fertig gehabt. Da war sie mir viel zu weit.
Dann habe ich alles geribbelt, eine Nummer kleiner angefangen, weil das von der Maschenzahl und den Maßen eigentlich gepasst hatte und es ist wieder zu weit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob ich so locker stricke, ich kann es nicht sagen. Ich habe jetzt den Tipp gekriegt, das Jacke nochmal in wirklich heißes Wasser reinzulegen, dass sie sich nochmal ein bisschen mehr zusammenzieht. Das werde ich probieren. Aber ansonsten ist das eine wunderschöne Überziehjacke für den Garten. Die ist toll. Ich habe jetzt die. Ne, die Knöpfe habe ich gerade nicht griffbereit, aber die Knöpfe, die sind auch mit Pilzen. Das zeige ich euch dann am besten beim nächsten Mal, wenn ich komplett fertig bin. Aber fast Endspurt, wirklich Endspurt. Wenn es jetzt kalt wird, auch tagsüber, wenn jetzt die Sonne scheint, ist ja noch total schön, so wie heute. Aber wenn es dann kalt wird, kann ich das Ding auch in meinen Garten anziehen. Ja, das war das, was ich gerade so auf den Nadeln hatte und am finalen Fertigstellen bin. Und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, das liegt hier neben mir, was ich auf den Nadeln habe. Und dann fangen wir mal an. Ich war in Kassel auf dem Wollfestival und dort habe ich mir, ich war tapfer, so viele schöne Sachen, aber ich habe tatsächlich nur überschaubar viel gekauft und es war auch gut, das habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir eine, das war auch mein Ziel, das hatte ich geplant. Und zwar habe ich mir eine Spindel gekauft, eine Handspindel, eine Supported-Spindel. Damit die sitzt quasi hier drauf, dann kann man die drehen und dann kann man spinnen. Das heißt, die hängt nicht in der Luft, sondern bleibt hier schön auf dem Ständer. Ich zeige euch das nochmal. Und dann kann man damit spinnen. Und diesen Flatschen hier, das Brettchen, das kann man sich entweder unter das Bein klemmen oder auf die Erde stellen und den Fuß drauf pappen. Und dann geht das. Das war mein Plan. Habe ich umgesetzt, habe ich mir mitgebracht und bin ich total begeistert. Nämlich auch eine schöne Sache, wenn man mal unterwegs ist und nicht das ganze Spinnrad mitnehmen möchte. So, was habe ich mir noch gekauft? Eine spontane Sache war, die Monika Kaulen hat ein Tuch entworfen für Kassel. Das nennt sie das, ich glaube, Palais Kasseltuch oder Palais-Tuch, ich weiß es nicht genau. Das gibt es als Schal oder als diese zusammengelegtes Tuch, Never Ending, ne, wisst ihr? Aber ich fand das als, ich weiß gerade nicht, wie das richtig heißt. Komme gerade nicht drauf. Ich habe mir aber den Schal, den fand ich so schön. Und tatsächlich wird dieser Schal mit sehr dünner Wolle gestrickt, nämlich in Lace-Stärke. Und da gab es an einigen Ständen Muster, die aushingen, dass man gesehen hat, wie das fertig aussieht. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Wolle entwurschteln. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Und ich bin dann bei dem Stand von der Echt Michele, heißt glaube ich, weiß nicht, ich denke, sie wird Michele ausgesprochen, die ja für ihre Lace-Garne bekannt ist, weil sie die schon ganz, ganz lange färbt, also Lace-Garne und auch Spinnfasern. Und dort hing ein ja, Beispielschal und dann dachte ich, Mensch, das ist so schön mit dieser Lace-Wolle. Das heißt, Lace ist ja das ganz dünne, sind 800 Meter auf 100 Gramm. Und da habe ich mir bei ihr zwei Stränge ausgesucht. Das zeige ich euch mal. Die habe ich natürlich schon gewickelt, weil ich schon am Stricken bin. Und das ist eine reine Merino-Wolle, oder? Ne, ist nicht reine Merino-Wolle. Ich lüge. Warte mal, ich gucke mal. Ich muss das mal hier rausprokeln. Ach, viel Schöneres. Das ist 60 Schurwolle, also Merino, 20 Seide, 20 Yak. Eine. Einpummeln. Und die andere ist hier auch drin. Ist, glaube ich, ist aber eine andere Qualität. Ich hoffe, ich rede laut genug, dass ihr mich auch hört, weil ich ja immer noch kein Mikro habe.
Aber eigentlich hat das immer funktioniert. Du komm raus da, du Schlingel. Ich check das immer, wenn ich die gewickelt habe. Dann stecke ich die Banderolen immer mittig rein, damit mir das nicht verloren geht. Nee, ist beides Schurwolle Seide Yak. Die gleiche Qualität und die Farben sind die jenen. Blau, wer hätte es gedacht? Blau, passend zu meinen Augen. Und die verstricke ich entsprechend der Anleitung. Mal gucken, dass wir hier nicht ganz so viel durcheinander haben. Zu diesem wunderschönen Tuch. Brauch Geduld, aber wenn es denn dann stopp, mein Knäuel ist abgehauen, wenn es dann fertig und gespannt ist, sieht das, glaube ich, richtig schick aus. Und weil es halt so leicht ist, ja, also hier seht ihr nochmal die Megafarben. Also sehr schön, macht viel Spaß. Übt in Geduld, weil man natürlich durch das dünne Garn jetzt nicht die mega Fortschritte macht, wie beispielsweise bei dem Reisetuch. Das war super schnell gestrickt. Hier braucht es tatsächlich mehr Zeit, aber das macht sehr Spaß, weil ich habe diese filigranen Garne, finde ich tatsächlich schön mit dem Ergebnis, weil das hat dann so ein, das fließt so schön, das hat einen tollen Fall, das trägt nicht so weit auf. Und auch das ist einfach mal schön, gerade wenn man mal ins Büro geht, dann kann man ja nicht immer 1000 Meter Schal um sich rum haben, sondern es ist dann auch einfach mal was Feines. Ja, den stricke ich. Und dann habe ich mir noch, ja, fangen wir damit erst an, weil es noch zu Kassel gehört. Dann bin ich natürlich auch bei der Elke von Bohai vorbeigegangen, wenn ich schon mal da bin. Und da war mega was los an dem Stand. Es war ja so voll. Also an einigen Ständen ist man gar nicht dran gekommen, bei ihr auch. Hat mich aber in Geduld geübt, bis ich dann nicht vorne gearbeitet habe. Und habe da etwas gesehen, was mich mega fasziniert hat. Und zwar, ich zeige euch erstmal das Knäuel, bevor ich... Ist nicht mehr viel da. Ich bin nämlich schon ziemlich weit mit dem Projekt. Das ist noch das, was über ist. Das ist die dicke Fluse. Die dicke Fluse ist, ist cool, weil die dicke Fluse sind 90 Baby-Suri-Alpaka und 10% Seide und 225 Meter auf 100 Gramm. Das heißt, alles, was man da mit dicken Nadeln strickt, geht ruckzuck. Sieht man hier auch, das ist so ein richtiger, fluffiger, flusiger Faden. Und das war schon ziemlich ausgesucht, als ich da war. Und habe dann, ich zeige euch mal die Farbe, 3 Stränge in so einer Farbe gesehen und einen Strang in der Farbe. So, 3 Stränge für ein Oberteil reichen für mich nicht. Das heißt, ich brauchte 4. Und dann habe ich gedacht, Mensch, nimmst du mal die 3 Grauen mit und das Rosa, das passt nämlich ganz vorzüglich zusammen. Und dann schaust du mal, was du machst. So, dann hatte ich die 4 Stränge hier liegen und habe tatsächlich überlegt, Mensch, was kannst du denn damit machen? Jetzt brauchst du noch eine Anleitung für diese dicke Wolle. Habe hin und her überlegt und Ravelry rauf und runter und Instagram und geguckt, gemacht, getan und habe dann überlegt, Mensch, du wolltest doch immer mal, so, jetzt geht's weiter, ich habe nicht aufgepasst, nach 26 Minuten und 55 Sekunden schaltet sich das Gerät immer ab und dann fängt es wieder an aufzunehmen. So, aber wo war ich stehen geblieben? Genau, Anleitung für diese tolle dicke Fluse und habe mich entschieden, den Novice Cardigan von Petite Knit damit zu stricken, und zwar die Chunky Edition, weil die ruft nach so dicker Wolle. In der Anleitung steht, man solle mit Nadelstärke 7 stricken, das habe ich auch gemacht, und die Maschenprobe ist dann ganz weit von dem entfernt gewesen, als das, was ich brauchte. Und ich bin dann tatsächlich bis auf Nadelstärke 5,5 runter, bis ich die Maschenprobe
und auch ein Maschenbild gefunden habe, was mir zugesagt habe, und habe dann angefangen, diesen tollen Cardigan zu stricken. Und was soll ich sagen, das geht so schnell, weil die Wolle ist so dick und fluffig. Ich zeige euch das mal, wie weit ich bin. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Ärmel fertig. Und das ist die Lösung meines Problems. Und zwar habe ich das dann hier eingefadet und mache den Ärmel ab Ellbogen in diesem rosa Kontrastgarn. Und der Rest ist in diesem grau-rosa Melange, den die Elke da gefärbt hat. Und ich habe den auch schön lang gestrickt, sodass der schön über den Bobbes hinuntergeht. Und dann ist der mega warm. Ich muss hier vorne noch die Blende anstricken. Ich weiß noch nicht, was ich für Knöpfe nehme. Ich habe noch keine Idee. Muss ich mal schauen. Aber ich zeige euch einfach mal die Farben, weil mehr geht im Moment noch nicht. Und ich brauche nur noch, wie gesagt, der zweite Ärmel. Den fange ich dann jetzt irgendwann an. Und das ist ein super Ausgleich zu den Strickprojekten, die ich gerade auf den Nadeln habe mit den Lace-Garnen. Weil da kann man auch mal weggucken und stricken. Bei den kleinen, feinen Maschen mit dem Lace-Garn guckt man besser hin. Sonst geht was verloren. Ja, also, den zeige ich euch dann auch bald fertig. Da bin ich dran. Das sieht gut aus, das läuft. So, was ist noch auf meinen? Ich muss das erstmal weglegen hier. So, was habe ich denn noch auf meinen Nadeln? Das letzte Strickprojekt kommt jetzt. Und zwar ist das auch ein Teststrick. Den habe ich leider noch nicht ganz fertig. Da habe ich mich tatsächlich ein Stück weit unterschätzt. Ich dachte, ich wäre schneller. Habe aber schon Bilder gepostet. Also wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Und zwar hat Anni Nitz zu einem Teststrick aufgerufen für ein Tuch. Und das Tuch hat mir mega gut gefallen. Es war eine neue Technik. Es ist total klug und clever gemacht. Und der Effekt ist mega. Und da bin ich dran. Also das ist wirklich, das geht langsam. Es sind extrem viele Maschen. Das ist sehr dünne Wolle. Aber der Effekt, ich zeige euch das mal, wie weit ich bin, ist total schön. Also hier vorne ist die Spitze. Ziehen wir mal runter. Und dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen. So. Und das ist der Oriental Nightshawl. Also das ist total schön, dieses Muster. Und der Trick, wie sie das macht, auch. Aber das ist halt wirklich nichts. Da muss man wirklich zählen, gucken, machen und tun. Und wenn das fertig ist, bin ich mega froh. Und die Wolle ist von Feather Finian. Mal, da habe ich hier einen. Und zwar verstricke ich diese beiden Farben miteinander. Das eine ist ein Lace-Garn, 800 Meter. Und das andere ist auch ein Lace-Garn, aber das ist diese Mohair-Seide-Geschichte. Wunderbar. Das hier ist ein Schulwolle-Tänzel-Gemisch. Ich zeige euch mal. Eigentlich hatte ich hier ein Schild von ihr. Da ist es. Sie hatte jetzt extra auch diese Sachen gefärbt. So, ich zeige euch das mal rein, dass ihr das lesen könnt. Feather Finians. Sehr, sehr schön. Die ist ganz lieb, weil wir haben dann überlegt, welche Farben zusammenpassen, dass der Effekt des Tuches auch rauskommt. Und sie hat mir sehr geholfen und hat auch unterstützt. Und es war ein ganz, ganz lieber, netter Kontakt. Und ich freue mich schon, wenn dieses Tuch fertig ist. Das ist jetzt mein nächstes, was unbedingt fertig werden muss. Ja, so viel tolle Sachen sind mir von den Nadeln gehüpft. Es war aber auch eine lange, lange Zeit, in der ich nichts aufgenommen habe. Was habe ich noch gemacht in der Zeit? Ich war in den Ferien in Amsterdam. Wollte ich schon immer mal hin, war seit langer, langer Zeit ein Ziel. In den Niederlanden bin ich sehr häufig im Urlaub, aber nach Amsterdam hatte ich es bis dato noch nie geschafft. Das hat dies Jahr dann endlich mal geklappt. Ich habe auch ganz tolle viele Bilder gemacht. Hatte aber die falsche Kameraeinstellung. Bilder sind nicht schön geworden. Also war super. Kann ich euch nichts zeigen groß. Vielleicht habe ich das ein oder andere Bild einigermaßen zu bearbeiten, dass ich es einfügen kann. Aber ja, Anfängerfehler, gell?
Was habe ich in Amsterdam gemacht? Wir haben uns alles Mögliche angeschaut. Ich war natürlich auch in den Wollgeschäften. Ja, kann man machen. Aber was habe ich mir da gekauft? Keine Wolle, sondern ich habe mir ein Stickbild gekauft. Und das habe ich angefangen zu sticken. Das möchte ich euch einfach mal zeigen. Das ist, so weit bin ich gekommen. Und was sollte es anderes sein als ein Fahrrad mit einem Korb und Blumen vorne drauf? Ja, da bin ich gerade dabei. Und das ist entspannt maximal. Also das ist auch immer mal zwischendurch ein paar Stiche. Und wenn ich fertig bin, ist das ein kleines süßes Wandbild, das denn hier sein Plätzchen findet. Vielleicht werde ich es da oben hinhängen. Ich muss mal schauen. Ja, was noch? Mehr habe ich nicht. Ich habe jetzt, während ich die Sachen stricke, plane ich gerade die nächsten Projekte. Da lasse ich auch ein paar Sachen mit einfließen von den Wollen, die in meinen Shop einziehen werden, dass man sieht, was man draus stricken kann. Das passiert gerade im Hintergrund. Ja, ansonsten muss ich mal schauen. Ideen sind da für weitere Oberteile. Welches als nächstes angestrickt wird, weiß ich noch nicht, weil tatsächlich beim letzten Mal hatte ich euch diesen schwarz-grünen Pullover gezeigt, wo ich überlegt habe, ribbel ich den, mache ich den fertig. Ich habe entschieden, ich mache ihn fertig. Aber den habe ich im Sommer nicht angefasst, weil das wirklich viel zu viel Wolle war. Und mein körpereigener Thermostat auch so ein bisschen verrückt spielt im Moment, altersbedingt, war mir das alles viel zu viel. Aber den werde ich auf jeden Fall fertig stricken. Das heißt, das ist auch noch etwas, was liegt und ich dieses Jahr noch gerne beenden möchte. Und dann, wenn ich das fertig habe, dann werde ich ein neues Oberteil anstricken. Aber was genau das wird, Ideen sind da. Müssen wir abwarten. Schauen wir mal. Ja, ihr Lieben, das war das Thema Stricken. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch dranbleiben. Denn dann zeige ich euch noch ein paar von meinen bunten Wollen, die es in den Shop geschafft haben. Für alle anderen, die sich das nicht anschauen wollen, wünsche ich alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und die anderen bleiben jetzt einfach dran für ein bisschen bunte Sockenwolle. Ja, ich war fleißig am Färben. Meine Werkstatt ist umgezogen. Die war bisher bei uns in einem der Kellerräume. Aber das war nicht optimal und bin jetzt quasi umgezogen in den Garten, wo wir eine Hütte haben und dort kann ich färben, weil da auch Strom ist. Und was soll ich sagen, das ist total schön, weil ich da viel, viel besseres Licht habe. Und ich kann direkt in den Garten rausschauen, habe da meine Ruhe, bin für mich und kann mich ganz den Farben widmen. Und das, was ich gefärbt habe, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mich auf der Sockenwolle ausgetobt, weil Socken, finde ich, gehen immer. Die Sockenwollqualität, die ich nutze, die ist aus dem Hause Schoppel. Und zwar ist das Besondere an dieser Wolle, dass der Polyamidanteil biologisch abbaubar ist. Das heißt, es ist Polyamid, es gibt der Socke Stabilität und Haltbarkeit, aber ist nicht ganz so dadurch, dass es halt biologisch abbaubar ist. Und die zeige ich euch jetzt. Lauflänge ist klassisch 400 Meter auf 100 Gramm. Und da habe ich beispielsweise diesen Schlehenbusch, so habe ich den genannt, in diesen wunderschönen Farben von blau, lila, braun, blau. Ist alles dabei. Und ja, also das lädt, finde ich, für Socken, bunte Socken im Herbst, lädt es ein. Welche Farben habe ich noch? Ich gucke gerade mal. Ein bisschen räumen. Dann habe ich hier, mag ich total gern diese Farbe. Das ist mein Himbeereis mit Pistazien, weil genau das, finde ich, drücken die Farben aus.
schön, oder? Könnt ihr mal gucken, sind ein paar Stränge im Shop. Habe ich nochmal nachgelegt. Dann habe ich, die finde ich auch total schön. Die zeige ich euch mal zusammen, die beiden. Die finde ich farblich mega. Das ist ein unifarbener Strang. Und das hat dieses, wie so ein Rosenbusch. Wunderschön. In allen möglichen Farben. Grün, rot, braun. Ja, kann man schöne Sachen mit zaubern. Dann als nächstes, da leuchtet's, da ist was los, da schreit schon das bunte Herz. Den habe ich dann in, auch noch in etwas dunkler. Für die, die es etwas kräftiger mögen, mit dunklerem Lila. Oder auch noch, Moment, jetzt muss ich gucken. Genau. Zeige ich euch mal die dunkleren Lila-Töne. Das schreit nämlich, finde ich, mega nach Halloween. Ja, das sind die Eintöne. Das ist alles ein bisschen lila angehaucht. Ich mache das gerade mal zur Seite. Und dann zeige ich euch noch die anderen Farben. Rechts nach links. Und hier ist der Herbst, also hier ist schon Herbst in der Kiste, das ist meine Herbstkiste. Und da habe ich das Herbstlaub. Hat man richtig, richtig Lust auf einen tollen Herbsttag. Dann habe ich aber auch noch ein bisschen was Buntes. Das hat mich so ein bisschen an den Zirkus erinnert. An die bunten Lichter. Was habe ich noch? Das ist eine Farbe, die geht immer wieder gut auf meinen Märkten, auch wenn ich die dabei habe. Die wird sehr gerne gekauft. Finde ich aber auch mega schön. Mir gefällt die auch. Das ist dieses Blau, Türkis, Lila, Hellblau. Also da sind alle möglichen Blautöne drin, die ineinander übergehen. Das ist der Faden, wo es abgebunden ist. Das stopfen wir rein. Und was haben wir noch? Ja, dann haben wir hier noch auch ein bisschen. Das ist richtig leuchtend von den Farben. Da ist so ein kleiner Neon-Touch mit drin. Aber dann auch mit ganz dunklem Blau, Orange. Ein bisschen schwarz fast schon. Mega Herbstfarben, finde ich. Also das ist wirklich totaler Herbst. Und hier haben wir die Rose im Herbst. Da haben wir das Rosenholz mit den noch leicht grünen Tönen. Wenn es kurz vorm Verwelken ist, aber trotzdem wunderschöne Farben. Und ich finde für Socken, die haben wir auch Speckels mit drin, alles mögliche. Also da wird es Stricken nicht langweilig, da findet man immer wieder neue Farbnuancen und Zusammensetzungen. Und das nächste, das ist der Knaller, das ist nämlich die Großstadtlichter. Und das ist, also die finde ich mega. Also die mag ich total gern. Da ist Schwarz drin, da ist Blau drin, da ist das Neongelb aus der Großstadt drin. Die Nacht, die Großstadtnacht. Also wirklich, da ist alles dabei. So, und last but not least habe ich noch meinen Elf dabei. Ein Wasserelf, der geht auch immer. Das sind grün, dunkles Blau, helles Grün, dunkles Grün mit orangefarbenen Speckles für die Sommersprossen vom Elf. Da sieht man die Sommersprossen. Seht ihr die? Ja, vom Frechen Elf auch hier oben.
Ja, das ist mein Wasserelf. Das waren meine Socken. Kurzer Ausflug in die Landwollerei am Ende für die, die es interessiert. Den Link zum Etsy-Shop findet ihr unten in der Beschreibung. In der Beschreibung werde ich auch die Projekte nochmal aufführen, die ich euch heute vorgestellt habe, damit ihr da nochmal nachlesen könnt. Ja, und ansonsten sind wir für heute durch. Ich danke euch fürs Durchhalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und könnt mir gerne einen Daumen oben da lassen, den Kanal abonnieren. Ihr wisst, ihr kennt das Spiel wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Alles Gute und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.